Ja, guten Morgen. Ich bin im Laden und meine Tochter ist auch im Laden. Der geht es nämlich gar nicht gut auch. Also irgendwie haben wir irgendwas uns eingefangen. Und naja, ich muss ja im Laden sein. Es ist halt zu Hause. Den Tag ziehen wir aber durch, ganz normal. Ne? Heute kommt, hoffentlich kommen die mit der Vermietung. Heute mit dem Mietrainer. Ist ja noch früh. Also jetzt passiert erstmal nichts. Tschüss, sag mal, ist nochmal sehr später. Also, die Leute ab und zu weiß ich mal von seinem Brötchen ab, aber. Genau. Er teilt ja auch gerne. Sehr gerne. Er teilt sehr gerne. Angie, wenn Angie genau ist, der Teil, das wäre mir neu. Ja, wenn jemand muss ein Spielzeug geben, der Angie. Ja, so richtig interessante Sachen hat er nie, wa? So richtig. Ich würde ganz selten bei ihm geben. Also, er hatte mal so, naja, so schöne Sachen hat er schon, klar. Ja, manche Sachen mal gerührt, ich fühle, die sind vom Carsten runtergestellt. Ja, und wäre ja auch nicht schlecht. Carsten hat ja auch manchmal gute Sachen. Ja, wie gesagt, Kapitelbücher gekauft von Carsten gestern. Der löst ja jetzt auf. Ja, ich hatte ihm mit denen mal schöne große Mappen verkauft, Trabrennen. Alte Dinger. Trabrennen? Ja, so eine Teile. Fünf Stück oder vier Stück. Na, die hat er mir nicht an den Boden. Der älteste war von 1898. Eieiei. Ei, ei. Die Protesten, ne? Ja, die hast du mir nicht an den Boden. Ja. Was nicht schlimm ist, auch nicht alles blöd. Nee, ich muss an Carsten nochmal denken, der ruft mir an, wenn er was hat. Ja. Der von dir schon Sachen geguckt. Manchmal kommt er auch einfach so vorbei, vorher war er auch einfach so da, bis er noch 120 Euro wieder, die er gelassen hat bei mir. Ja, diesmal habe ich nur Fachlektüre gekauft, eigentlich im Grunde genommen nur über Kunst. Ja, so weit gucke ich ja nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich meine Bücher vor 2 Jahren alle in der Mülltonne gefreut habe. In der Mülltonne, ja, ich hab's dir gekauft. Die ganze Scheiße, da die ganzen Auktionsdinger, Spick, Schloss Aalen und so, bis wann brauchst du denn sowas mal? Meine ganzen Sammlerjournale, die Trödler-Dinger da alle weg. Du kriegst einen Teil, wisst ihr, und bist denn der Meinung, okay, habe ich einen Bericht drüber im Sammlerjournal. Ja, und dann kriegst du jedes Mal alle durch. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich meine Haufen durchsortiert habe. Weil ich irgendeinen Teil gesucht habe, wo ich der Meinung war, das ist irgendein Sammlerjournal, das ist abgebildet, ist er? Ja, und dann ist es ja nicht so drin. Dann ist es ja nicht drin. Nee. Dann habe ich ja die Videos gekriegt, da und dann alles ausgesucht. Ich habe jetzt hier noch ein paar Landeskataloge, habe ich mir aufgehoben. Aber das ist so, nee, ich habe ein paar Kataloge, die ich schön für eine Eignung aufgehoben. Ja. Einfach über Kunst oder so, da habe ich halt viele Sachen. Und so Kataloge, hochwertige Sachen, wisst ihr, dann kriegt man immer wirklich richtig hochwertige Kunst. Das ist auch kein kleines Tier. Ja, die kosten richtig Geld, die Kataloge. Ja. Wenn du dir so holst, kosten die richtig Geld. Ich habe alle über eBay, habe ich ein paar drin. Ja, und ein paar sind schon verkauft. Also insgesamt, vielleicht die Hälfte ist schon verkauft von meinen Katalogen, die kriegst du ja verkauft auf die Auktionskataloge. Am besten sind die laufen diese Bier. Bierkrug-Kataloge. Da haben sie richtig bezahlt für. Bierkrug-Auktion. Ja, da habe ich Carsten zwei Stück verkauft. Einmal diesen Gemüsekrug und dann diesen anderen. Ja. Aber ich habe für die Kataloge 90 Euro bekommen. Das fand ich gut. Und die sind ja nur, das ist ja so ein Stapel neu gewesen. 90 Euro. Also sind immer nur Hefte von, jetzt zeigt es vergessen, wie der heißt. Der Bierkrug-Auktion. Der Einzige, der die macht in München, der Ratskeller. Der die mal macht. Vogt! Mhm. Vogt war das, glaube ich. Ihr könnt ja einen bayerischen Reservistendruck kriegen, Infanterieregiment. Ja, jetzt doch, oder was? Ich habe mir den angeklickt. Aber? Also, im Nachhinein halte ich ihn eigentlich für alt. Na, du hast ihn ja nicht gesehen, den Tag. Nee, ich habe ihn ja gesehen. Ich habe mir den ja angeklickt. Der Deckel oben, der ist nicht so schön gearbeitet. Die Figur sieht scheiße aus, die da drauf ist. Also ein richtig scheiß Guss. Aber so sahen die früher halt mal aus. Mann, ey. Ist ja unglaublich. Na, und kaufst du? Ich weiß es nicht.
Erstmal kündigen ja nicht oben und so nach dieser Wissensbegrüße ist ja auch ein schwieriges Thema geworden. Man hat jetzt Müll, das hätte ich mir sparen können. Hätte ich wegschmeißen können. Ach ja, man kommt so weg. Kommt zerlegen in der Falle. Tja. Wie viel hat er kosten? 200. Oh! Und Infanterie oder was? Naja, Infanterieregiment Ingolstadt. Der war für Audi-Sammler. Und der war gewesen, er war ja im Krieg, 1906, 1908. Oh, er war nicht mal im Krieg. Als Hornist. Als Hornist? Ja. Als scharfer Kerl, quasi, als Horny. Großer Krieg. Naja, das weiß ich nicht, kann ich nicht schaffen. Da bist du Experte. Ja, nee, wir haben geprügelt, die Preisen doch so im Keller runter, ja? Naja. Ja, wie gesagt, das ist gut. Wenigstens und sagt, das ist ja wieder 20 Euro eben. Nein, ich hab den Typen gesagt, wenn er will, dann kann er mir den mal da lassen und dann zerlegt ihn mal jemanden. Aber dann muss er halt mit dem Preis noch runterkommen. Ich weiß ja, was er bezahlt wird, ist von daher. Und er ist sich hoch unsicher, ob er ein paar Neues. Er sieht halt nicht alt. Der Name vorne drauf ist geschrieben. Na, wenn er sich unsicher ist, ob er alt oder neu ist und dann 200 Euro nimmt, ist er schon teuer. Carsten hat Kakao gebracht und Kaffee. Nuki, willst du einen Schluck Kakao trinken? Carsten hat Kakao mitgebracht. Oh, muss schon mal kommen. Kannst du auch hier vorne gucken. Und ich habe einen Fahrrad bekommen, Tretlager. Total defekt. So really hot, aber hot content. Na Anouk? Hallo. Na Anouk war heute nicht so gut drauf. Wieso? Was hast du denn? Wenn ich rede, tut mein Ohr weh. Wenn du redest? Ja. Vergiss. Schön Ding. Vergiss, alles wieder fit? Bei dir. Bei dir. Bei dir ist Anna drauf. Ja, das sind. Gestern habe ich richtig gemerkt, dass ich durchgehauen habe. Ja, das sind so eine schrägen Tage. Wie bin ich da gestern? Ihr pumpt wie so eine Lutschpumpe. Ja. Hast du die Pumpe richtig gemerkt? War beim Pumpen? Echt? Also nach dem dritten Rad, was ich aufgepumpt habe, war ich so richtig. Hier willst du übrigens? Was ist das? Ein Brötchen. Ein Broschi! Was ist denn die? Ich krieg gleich noch vier Toast. Aber dauert schon mal drei Minuten. Ja, was für ein Türken? Ja, hier in der Bäckerei. Danke. Ach so, deswegen geht sie heute nicht in die Schule. Ja. Die Mama heute morgen entschieden. Macht ihr Homeoffice an? Na, eigentlich wollte sie mir helfen, aber dann hab sie entschieden, Mickey Mouse zu gucken. Der neue Mickey Mouse. Fakt ist, Tretlager ist durch hier. Wenn ich das mal simulieren darf, dann kann ich nicht so gut simulieren hier. Hier ist es fast drin. Hier ist es auf der anderen Seite fast draußen. Wie soll ich denn das jetzt hier machen? Ah, sieht man nicht. Hoffentlich ist die Winde noch okay.
Schauen wir mal. Ich baue das erstmal aus und dann gucken wir weiter. Da gibt ja nicht einen ganzen Tag für dich, was? Hallo, kann doch nicht, ist doch klein. Also das wäre ja auch ein Ding. Hör mal auf, ey. Da würde ich auf die Idee ja nicht kommen. Wenn Anouk jetzt 30 wäre, könnte sie dir eine Stulle schmieren. Ach, die würde mir auch so eine Stulle schmieren, meinst du im Ernst? Macht die ja auch, teilweise. Ja, ich würde es nie sagen, aber ich meine, die kam schon mal an und hat schon Brötchen gemacht. Also so ist es nicht. Wenn sie will, macht sie auch was zu essen. Wer sorgt sich denn um dein leibliches Wohl, jetzt wo deine Frau arbeitet den ganzen Tag nur? Na, ich. Machst du selber? Na ja, klar. Ja, die Selbstständigkeit habe ich mir nie genommen. Und nie nehmen lassen. Gibt es so ein Frühstücks- oder je nachdem, was für eine Mahlzeit, das ist verhältnismäßig, bringt dir das vorbei. Das ist eine super Qualität, muss ich sagen. Also wenn du sagst so, oh, pass auf, um 10:30 finde ich dir mein Frühstück, komm hier vorbei, dann kriegst du deinen Bag und dann kannst du machen. Papa, ist das Kakao? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist gut. Und gesund, weil wirklich, was heißt meistens, immer gut. Immer gut. Das kostet nicht viel. Naja, ich brauch das nicht. Ich hab ja alle da. Ich meine, wie gesagt, mal eine Stulle schmieren oder mal zum Bäcker gehen. Das kriegt schon rein. Na, schau dir mal die Autogramme an. Ich hab ja auch schon gewartet, dass er mal kommt, aber er kommt nicht von selbst. Denn ja, ich hab gesagt, ja, okay. Ich muss bei oben nochmal nachhaken. Ja, das. Dass er meint er ja und das war Zufall. Mir hat das vor 2 Tagen meint er mein oder gerade. Ja, bei mir ist es schon 2 Wochen her. Locker 2 Wochen. Hier Dienstagmittag meint er hier jetzt beim Bäcker so, ja, 2000 Autogramme. 2000 Euro meinte ich was. Und meinte ich, ja, morgen 15 Uhr, dann war halt das Ding gestern. Naja. Ich hab Panik. Ich kann den ganzen Übergang von YouTube zumindest einmal klären mit den Zwillingen. Auch schriftlich mit den ganzen Jahreszahlen. Was? Ja, zwischen 2001 und 2011 sind wir rückwärts geflogen mit unserem Puffer, um die Roslands einzuholen. Und das ist so, es gibt Alpha, das sind dann 10, 20, 30, 40, 50 geworden. Ja. Das sind die Juden. Da kommen die Christen, das ist die Beta-Version, die sind ein Jahr später geboren. So, und die haben jetzt sich ausgerottet. Sharon ist später geboren. Und jetzt ist jetzt Mutter Teresa war die erste, die Zwillingsgeschwister hat. Die Juden, Christen, Moslems. So, ich bin das Original, Alpha, okay. Da wird der Abdruck draus gemacht, der Prototyp. Das ist Sarah und die hat Hilfe gehabt. So, und jetzt haben wir das mit Peter ganz kaputt. Was ist denn mit der Sarah? Müsste schon lange mal tot sein, ey. Ja, die ist offiziell schon 2-mal gestorben. Da ist Sarah nichts mehr dran zum Rausschrauben aus der Schale. Die muss ich dann raussägen. Also säge ich jetzt raus. Siehst du das Kreuz? Sie ist eigentlich nur gegen sie ausgetauscht. Ich säge das raus jetzt. Aber sie geht nicht. Nee, die geht nicht. Weil sie ist das Hauptding. Sie wurde ausgetauscht, damit sie gerettet wird. Weil sie wurde von den Mördern geboren als Ritualopfer. Und damit sie nicht umgebracht wird, sitzt sie auf der Schule des Kindes. Muss man alles nicht so eng sehen? Nein, damit sie das Kind die Schuld kriegt. Und der Rest der Gesellschaft sagt, oh, du bist so ungerecht, damit ein Kind, so ein Polizist und das ist so ungerecht, die Familie will ihr Kind umbringen. So, und dann retten sie die und jetzt kriegt plötzlich eine unschuldige Familie ein Kind, die allen Menschen helfen will. Und jetzt wird dieses Kind mit der ganzen Schuld von der Family ausgetauscht gegen ein Kind von der Familie, die ganze Zeit gequält wurde. Das heißt sozusagen, die böse Familie wird doppelt belohnt. Weil so, eigentlich sollte das Mädchen zwar gerettet werden, aber jetzt wirklich nur das Mädchen gerettet, sondern die ganze Sippe von der Mütter. Sie haben kein Ritualopfer geworden, sondern sie haben die sozusagen nicht umgebracht, so sie auch nicht sollte, sondern ich habe sie mit meinem Leben geschützt, aber die ganze Gruppe von ihr, die sie da sozusagen opfern wollte, die wollen jetzt mich opfern. Nimm doch ein Maschinengewehr. Hör mal auf! Animier die nicht zum. Zum Amoklauf hier. Ich besorg dir einen. So, jetzt hör auf, Carsten. Enricos hübsche Freundin Astrid hat ihr Baby bekommen. Astrid? Am 8.10. Ein Junge. Ach, woher willst du denn? Sieht aus wie Yuki. Hat er mir schon gezeigt. Ich hab mich doch gefreut. Aber eigentlich habe ich mich nicht gefreut, weil ich glaube, dass die jetzt alle wieder wegfahren. Weil Carla ist jetzt gestern nach Stuttgart gefahren. Mein Nachbar hat sich gestern heimlich um 6 hat immer mit 3 Horrorvideos ausgegeben, hat auch aus dem Staub gemacht. Und alle haben zu mir gesagt, wenn... Gift. So. Hier, ich säge das hier ein. Hier sägt man die Schale ein. Bis zum Gewinde und hier oben. Ja, und dann klopfe ich das raus. Wer ist der Abend hier in Sharon?
Wenn du das verstehst, bist du gut. Als erstes den umbringen, den sie sehen, hat man ein Carsten versteht es. Carsten ist gut. Das heißt, Eltern, die kein Geld haben. So, machen wir jetzt. Jetzt bringen wir es raus. Und die Leute, die kein Geld haben, aber viel Wissen haben, werden geschützt, dadurch, dass ein Darsteller für den Film. Das heißt also, Sarah ist Darstellerin und dafür ganz viel Geld bekommt. Ja, aber das nennt man. Hat dafür ganz viel Geld bekommen. Das nennt man im Modernen, das ist sozusagen ihr Avatar. Ne? Eigentlich wäre sie mein Avatar und sie kriegt dafür Geld. Und durch das Geld kann sie sich wiederum beschützen. Was sie aber macht, ist, sie macht mir meine Unterlagen und am Ende werde ich umgebracht. Und sie hat die dann geschützt. Und am Ende wird sie umgebracht. So, und das ist das erste Mal, das, ja, auch sterben, das erste Mal in der Geschichte durch meine beiden Eltern, dass wissenschaftlich das christliche Ritual bewiesen und dokumentiert wurde. Und diese Unterlagen zu der ersten Dokumentation von diesem antichristlichen Ritual, die wurden mir. So, jetzt habe ich das rausgeschraubt, rausgesägt. Und schieben es auf mich. So sieht das aus. So kann man das leider nur machen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so schön hier drin alles. Was ist das? Pornostars. Die einzige Chance, das rauszumachen. Gott sei Dank ist das nur eine Plastikschale. Mit Aluminium oder Stahl hätten wir uns sehr schwer getan. Du musst irgendwo hin, wo du neue Info kriegst, damit du überhaupt die Geschichte zu Ende schreiben kannst. Jetzt warte mal, jedes Jahr mit meinem Zugticket, meine Post von meinen Geliebten und meinen Blumenspreisen und alles geschrieben. Das war alles, was du erzählst. Die Psychopathen aus dem Land, das sind die Geschenke von meinem Freund. Alles, was du erzählst, weißt du ja schon. Du brauchst jemanden, dem du zuhören kannst. Ich brauche Geld und meinen Freund und mehr brauche ich nicht. Ja, wie dein Freund existiert doch noch nicht. Natürlich gibt's den, der muss die ganze Zeit Lücken bumsen. Ja, genau wie Oliver davor. Der hat doch mit Sarah gefühlt. Oliver ist ein Refugee aus Amerika und weißt Refugee. Du, wo er jetzt ist? Er ist jetzt in Amerika. Er wurde aus Amerika geflüchtet und wo ist er jetzt in Amerika? Bei den Refugees. Also eine Internachflucht. Ja, und der Jude ist vor den Moslems geflüchtet und wo ist er jetzt? In Zentralafrika. Nee, Marokko. Genau. Stimmt, der. Hat er doch gesagt. Und weißt du, und soll ich dir mal was sagen? Pass auf, da ist der reiche, hässliche Erbe. Der wird als krank deklariert. Markus oder was? Oder einfach nur hässlich und reich war. Dann wird er umoperiert, weil er viel Geld hat. Da sieht er schön aus. So. Dann gibt's ein Mobbingopfer, der ist hässlich und arm. Der wird auch als krank deklariert, weil er hässlich und arm ist. Der reich ist und krank ist, der wird als hässlich deklariert. Und der arm ist und gut aussieht, der wird als Nazi deklariert. Das ist ein Teil der Schwachsinn. Dann haben wir am Ende ein behinderter, umoperierter Junge und einer, der gut ist und arm war, das ganze Geld, nee, schlecht war und arm, böser Junge, gut aussehen, also ein armer, gut aussehender, böser Junge, wird ausgetauscht gegen einen gut aussehenden, gegen einen kranken, reichen. So, nur Reparatur, aber ist möglich hier. Weil die Stahlschale ist ausgerissen. Und krank. So, und weil er sozusagen krank ist, hat er jemanden eingestellt, der ihn hilfreich arbeitet. Dieser wird natürlich arm und gut aussehen. So, dieser arme und gut aussehende wird von allen als hässlich verschrien, damit er kein Selbstbewusstsein hat. 13er Reparaturlage. Wer Geld nehmen kann, was er verdient hat, dafür, dass er für den kranken Reichen gearbeitet hat. So. Außerdem setzen sich jetzt alle Mobbing-Opfer, die wegen ihrer Hässlichkeit gemobbt worden, gleich mit dem Mann, der krank ist und Geld hat. Oder der krank ist und arm ist. Genau, der krank ist und arm ist. Und der wiederum. Nee, den kann ich den anderen nicht gar nicht. Ich muss es aufschreiben, das ist zu kompliziert. Also auf jeden Fall gehen jetzt hier überall irgendwelche Aufkleber, wo Sissy's Rule draufsteht. Kenn ich nicht. Da habe ich aber schon gesehen. Ich kenne nur Pussys Ruhl. Und dann steht da noch ein Aufkleber, es gibt zu viele Sissys, ich nehme den blauen Engel. Und das ist Antje Linke. Nee, Marlene Dietrich. Ja, okay, Corona Siegmann, ne?
Ich krieg ohne Macke, aber was soll ich denn jetzt da kurz gucken? Wo ist die Macke? Mach den Kopf auf. Was denn? Deutsche Bankbanker. Ich hab mit dem Kassierer gemacht, der da vorne, wer sitzt die eigentlich? Wer denn? Der war Italia, Zagreb, jetzt war der Chef. Was für ein Ding? Zag war Italia, nee, der Münchner, der hat den Laden aufgemacht. Kenn ich nicht. Kennt ihr das Restaurant in der Ecke? Nee, den kenn ich doch ja nicht. Die haben erst Restlos glücklich gemacht, das ist also aus Spendengeldern, Spenden, Essen, Essen. Kenn ich nicht. Und jetzt machen wir was anderes. Den kennen die alle nicht, Nina. Ja. Moin! Moin Meister! Ja. Wir brauchen mal kurz deine Luftpumpe. Ja. Danke. Dann schaue ich jetzt rein wieder und das war's. Gott. Ich bin schon wieder völlig durch. Mann. So. Und alle anderen sind linksradikal. Wieso linksradikal? So, das haben wir auf alle Fälle. Das ist drin. Lager wackelt immer noch, das ist immer noch für den Arsch. Aber Schaltung wird eingestellt jetzt. Erwartet. Schön, Hammer. Haben wir auch den Wahnsinn jetzt wieder mal erlebt. Ich hoffe, sie ist weg. Ich hoffe. Ja, bis später, Carsten. Ah, Tomatina ist jetzt. So, okay, die gute Frau war da. Mit der Reklamation. Der Schlauch ist wieder kaputt. Naja, sie ist über was drüber gefahren wieder. Mit dem alten Mantel ist das doch nicht verwunderlich. Ja, schön stehen lassen. Guckt schon eben nach dem Rad. Da ist nichts zu löten. Ich habe 4-5 Mal getestet, da ist nichts drin. Es ist nichts. Ja, was soll man machen? Manchmal passiert das halt. Ne? Fährst du hier los oder so, dann fährst du über irgendeinen spitzen Stein, über irgendeinen Scheiß und hast so einen alten Mantel. Ja, dann ist er halt gleich wieder platt. Was willst du machen? Dann steht natürlich ein bisschen dumm da. Aber was soll's, ich mache jetzt einen neuen Schlauch hin. Alle Türen Kunden. Aber das ist überhaupt kein Problem für mich. Hallo, sind wir auf Sendung? Ich mache jetzt Mitra-Check. Auf alle Fälle weiter. Ich habe noch drei Räder draußen zum Checken.
Wir kommen mal als Erste rein. So, da ist der erste Bolide. Eins von drei. Frisch von der Vogelkacke befreit. Ist er jetzt? Alle Fälle schon? Jetzt dran. Ja, die Vogelkacke ist das größte Problem hier. Dieses Jahr ist wirklich extrem. Hier ist nochmal dran, da muss man noch ab. Katastrophe. Furchtbar. Alle Räder vollgeschissen innerhalb von einer Woche. Ist wirklich schlimm. Hat sie dann nochmal keine Vogelgrippe? Dieses Jahr. Das würde jeder einen Ratten mitnehmen. Nächstes Jahr kriegt jede Ratte ein eigenes Häubchen. So habe ich mir gedacht. Eine Abdeckung oben drüber und werden dann draußen hingestellt. Weil ansonsten sind die immer. Jedes Mal muss ich rennen mit einem Eimer Wasser und die Vogelkacke wecken. Du hast aufgegessen. Du hast aufgegessen. Gut, wenn du willst, Schweineohr. Später. So ist vernünftig. Genau. Ja. So sieht das aus. Jetzt mache ich das Rad fit. Ob du mir helfen darfst? Na, ich weiß noch gar nicht, was hier zu machen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ich muss auf die Toilette. Na, darf ich mir helfen? Darf ich dir helfen? Ich muss auf die Toilette. Na, da musst du gehen, weißt du. Wo ist dein Schlüssel? Mal gucken. Nein. Hier. Aber bring ihn bitte wieder mit. Wir haben keinen anderen Schlüssel. Bring den Schlüssel mit. Ja, Papa. Ja, dann kommst du wieder runter. Habe ich vergessen. Nein, also wirklich, bring den mit. Ja. Und mach deine Schuhe dann wieder zu. Ja. Macht's. Auch das macht's. Also Bremse, wie immer, ist die Bremse im AA. Total abgebremst. Und zudem noch. Der Zug ist durch. Also ich finde hier, wenn er so aussieht, so weit drin hier nachgestellt wurde, ist er durch. Ja. Bin ja oft dabei und mache die Dinger, aber manchmal geht mir auch so was. Definitiv Bremse ist durch. Bremse runter, neue Bremse rauf. Also Bremszug und Bremsbelag erneuern. Das mache ich. Jetzt und filme es von hier. Mal gucken. Keine Ahnung. Irgendwie so. In Zeitraffer allerdings. Dann geht's schneller vorbei. Ja, die ist nicht so gut drauf. Wir sind fertig. Bremse ist dran. Ach so. Ja. Läuft. So einfach ist das. Und der Wolfgang ist da. Mit Krücke. Und waren da erst einmal viele Kunden? Die gern sind? Nö. Nö, das ist ja alles sehr bescheiden. Sehr beschaulich, sehr bescheiden. Oh. So, machen wir jetzt aufpumpen. Ich checke gerade Mieträder, wisst ihr? Mietradcheck. Ach so. Naja. Oh, halt. Ja, du, was? Nee. Andersrum. Nee. Nix. Na, versuche.
brutal. Natürlich nicht. Der Only Tiger Woods hier. Ja. 3-5 Mann, ey. Nur noch ein Versuch hast du. Ein Lalitz. Pa, 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 pa. Ja. 6-4. Du bist. Ach, ich schon. Ja, ich habe 3 Versuche gemacht. Papa, kann ich die Jacke ausziehen? Nein. Aber nein. Ich habe sie um und habe einen Reißverschluss und einen Knoten. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. 1, 2, 3. Nein, Papa. Dabei, yeah! Papa! Ein Versuch, oder? Noch ein Versuch? Ja. Papa! Boah, total verrissen. Ich bin. Ich bin der Beste. Total verrissen. Oder fängt den einer ein, und der darf das dann noch einmal mehr machen. Ja. Du willst ja nur mich treffen. Nein! Ja, ich Geld da wieder reinkommen. Ich muss schon was tun. Ja, beweglich bleiben. Immer in Bewegung bleiben, richtig. Kannst du das eigentlich alles schon wieder abschreiben? Ja, wieso? Die haben nichts. Die haben alle nichts so. Wieso nicht? Ja. Die Leute haben noch unheimlich viel zu verkaufen. So, weil sehr viel übers Internet läuft, denke ich mal. Hier, ja. Ja, aber siehst du, bei mir kommen viele an. Auch die Leute, der Händler hier, der kauft auch auf dem Flohmarkt. Ja. Der kauft nur auf dem Flohmarkt immer ein. Und der hat echt gut, also der findet gute Sachen. Das ist unglaublich. Und da kann man manchmal richtig ein Schnäppchen machen. Ne? Manchmal. Selbst er macht Schnäppchen und ich bei ihm auch. Moin. Was darf sein? Ich habe hier ein Paket für meine 20. Wann soll ich denn? Für wen denn? Der sagt ja, will ich mal zeigen. Balletskopf. Für 21? Machst du da jetzt einen Zettel ran? Ich mache einen Zettel. Jetzt? Nicht erst hinschicken. Okay. Dann kann ich das machen. Okay. Weil ansonsten nimmt der Britzke immer ab, weißt du? Ja, ja. Kein Problem. Welche Nummer ist das? 22-23, Fahrradladen muss sein. Ja. Ist ja genau in der Mitte. Ja. Super, vielen Dank. Ne? Danke auch. Tschüss. Ciao. Bellershof. So, und Bernd Wollersheim.
Ja, man muss sich schon ein bisschen auskennen, war mit so Sachen. Ja. Mit Antiquitäten. Da denken ja alle, dass sie sich auskennen, weil sie alles nachgoogeln können, aber das ist nicht das Gleiche. Ja, das stimmt. Da musst du schon echt irgendwie gucken. Wenn das alles, weißt du, wenn das alles nachgoogelt, dann hast du das. Dann, ja. Dann siehst du das auf dem Bild. Aber du willst es ja original sehen. Ja, ja. Meistens. Das ist alles nicht das Gleiche. Ja. Der eine sagt so im Netz, der andere so. Die Erfahrung macht das. Tommy, du hast doch mein GT schon mal gesehen, war der BMX-Rad, ne? Nein, hab ich nicht. Wie bitte? Hab ich nicht. Doch, ich hab dir doch einmal gezeigt, wo ich dich gefragt hab, kaufst du sowas, wo du meintest, nein. Wie GT? Jetzt schreibe ich GT, ist doch total bekloppt. Ja, kein Problem, ja. Wieso, was ist denn damit? Ich bin da drauf, oder was? Gib mir mal die Karte, ich will mal gucken, was hier alles macht. Fahrradsalon einfach. YouTube. Fahrradsalon. Hast du so eine Karte? Wie sieht die Karte da? Nein, einfach Fahrradsalon. Livestream? Livestream, Fahrradsalon. Gucken, was du so... Fahrradsalon. 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 Heißt das nur. Okay, einfach danke dir. Besser. Süchtig. Junkie. Junkie. Ich habe alle Mieträder fertig geschickt. Bin durch. Moin. Hi. Ich habe das Treckrad mit. Der Treckrad? Ja, wo war mal Ach so, ja. Treck. Treckrad. Haben wir mal drüber gesprochen über ein Treckrad? War das nicht ein BMX-Rad? Treckrad. So alt ist das ja, ne? Ist ja Alu. Das sind 1700er Rahmen. Musst du halt was machen, Ritzel. Das ist jetzt halt nicht fahrbereit. Moin, moin. Na, was sagst du? Schönste sind die Bremshebel. Ja, aber das war's. Oh Mann, das gibt's ja auch nicht. 7700. Ja, das sind die Bernkatzen. Die Kurve, die waren ja richtig gut. Ja. Leider, aber das war auch gut so. Ich hatte manchmal 20 Kilo am Rücken und da kannst du auch nicht drehen. Da hatte ich immer flexibel im Sattel gehabt. Zu haben dafür. Ich habe jetzt ein Abischloss. Dazu kannst du von mir aus auch noch haben. Ein Abischloss. Ja, was willst du mir denn geben dafür? Sag, was du denkst. Bitte, du musst mir was sagen. Ich hätte gedacht, mit Schloss und Cooking. Ja, dann machen wir das. Ich denke, das ist, aber das ist legal, oder? Ja. Ich hab's damals gekommen. Kannst du den dritten Ausweis? Ja, muss mir das aufschreiben. Also ich muss mir auf alle Fälle das aufschreiben von dir. Die Daten. Aber das ist hundertprozentig nicht geglaubt. Mein Kumpel damals hat sich selber aufgebaut.
Und dann ist er aber aus Deutschland abgehauen und hat es verkauft. Naja, oh Mensch, Hilfe. Der stört mich. Oh, ist ja riesig hier unten. Hier unten ist groß, ja. Ja, das hört mal wirklich weiter. Ich bin komplett abgebrannt. Das sind die alle. Das ist ja ein Wahnsinn. Das wird nicht besser. Die Wirtschaft bricht zusammen. Cool, alter, Schulter ist cool. Korrekt. Ja, die Reichen werden reicher, die Ärmer immer ärmer. Ja, und die Mittelschicht wird ausgemerzt. Ja, du musst abkommen wie bekloppt, damit du da ein bisschen Standard halten kannst. Ne? 12 Stunden am Tag hier. Ja. So, was will ich mir aufschreiben? Ja, aber du kannst ja sicher sein, da ist nichts geklaut, wirklich. Naja, aber das sagen sie alle. Ja, aber ich muss mir trotzdem, ich muss mich nur absichern. Ja, natürlich, du hast ja hier meine Daten und alles. Du sagst, das ist weg. 7700, genau. Mensch, hat man ja auch selten. Was denn? Den Namen. Ja, ich komme aus einer alten niederbayerischen. Der Obst, der hätte guter sein können, ey. Kurzes Bärtchen. Ja. Sind viele Schwarze da unten. Ja. Sag mal, deswegen Grünland oder weil deiner Familie so ist? Naja, das war eigentlich mein Stiefvater, der ist Adolf, und sein Vater. Die waren halt alle so. Das ist ja auch nicht verwerflich jetzt eigentlich. Aber mit 74, ja, 74 doch der Name, aber das war bei denen so drin halt. Ne? Ich meine, an sich, wenn du die Übersetzung von dem Namen anguckst, heißt übersetzt Weißer Wolf. Das ist eigentlich kein schlechter Name. Aber die Kombi ist auch krass. Michael ist eigentlich ein hebräischer Name, ne? Und Schopf? Schopf, ja, ich habe mal geguckt, das ist so, weiß ich nicht. Also bei uns in Bayern gab es auch. Das waren Hühnleute, ganz schwarze, lange Bärte, fast wie Sissi Top so. Und die hatten große Pferde, die hießen auch gleicher Nachname. Ich denke, das sind so Slowaken, müssen das gewesen sein. Aber ich habe mal versucht, das auch so, aber so genau, ich habe es irgendwie vergessen, wo der herkommt. Aber bei uns gab es einige da unten, die so hießen. Ich bin also Tschechien-Grenze, Österreich da unten, Grenze aufgewachsen. Schöne Gegend. Da Passau da unten, weiß nicht, ob du das kennst. Beckendorf, Regensburg, da unten die Ecke. Das ist niederbayerischer Wald. Wo wohnst du denn? Das steht hier nicht. Nogatstraße 46. Nogat? Nogat, ja. Straße 46. Das ist 120-51. Ja. 46. Genau, 120-51. Ich muss mal noch lächerlich hier. Ja, weil du bestimmt hier, oder? Ja, nee, ich hab hier auch einen Regenpass. Ich steht auch nicht mehr. Der schließt sich immer nieder, oder? Ja, in meinem Ausweis habe ich hier irgendwie den Ring kaputt. Und jetzt muss ich halt den nehmen. Ja, kannst du ja neu machen, dann. Ja, mach ich, wenn der hier, der ist jetzt in 2 Jahre immer gültig. Der sieht ja schon neu aus. Ja, halt schon wohl, ja. Mein anderer Reisepass, der war richtig zerfleddert. Du hast ja bestimmt auch Ersatzteile, oder? Ein 26er ein Laufrad, ich habe noch einen Kona, ein Dirtbiker, das ist mir mit dem Felge kaputt gegangen. Das ist ein Schein. Welchen Unterstuft? Die Rahmennummer treibt der noch ein. Der macht auch Schein. Willst du kleine Scheine? Ach, müssen wir gleich wieder, du wirst die am liebsten müssen. Das musst du mal Dann kannst du es einteilen. Ja. Naja,
Naja, musst du ja einteilen. Ah ja. Ich verkloppe eh schon nachher noch mein ganzes Haus. Wenn jetzt hier, jetzt ist der 12. heute. Ah ja, aber es ist bei mir Standard. Das ist irgendwie. Du musst dann noch eine Weile mitkommen damit. Viel Spaß damit. Ja, danke, alles Gute. Ja, dir auch, ne? Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Grenze hier. Nebenbei ein bisschen, aber nicht mehr. Das ist ja auch nicht mehr viel. Ich bin mehr Familie. Hast du ein Sohn oder zwei Kinder? Vier. Vier? Vier Kinder. Elf Mann. Vier Kinder. Der eine ist 19, wird jetzt 19? Ja. Im Dezember? Ja. Ist 18. Und dann habe ich sechs. Sechs Jahre? Nee, 7 Jahre, 4 Jahre und 1 Jahr noch. 4 Kinder. Jetzt reicht. Das ist dein Grundkapital. Das ist mein Grundkapital. Oh. Mein Grundkapital fließt da rein in die Kinder. Das ist fuck. Ja. Grundkapital. Machen wir möglich. Erstmal bauen wir hier alles ab von dem Ding. Fertig. Mehr nicht. Gucken wir mal. Ob Müll oder nicht, ja, aber dann entscheiden, mein Freund. Achtung, jetzt kommt der Werbeblock. Werbeblock. Der Werbeschock. Werbeblock. Was brauchen wir jetzt? Wir müssen noch ein bisschen Werbung machen, um zu sehen, ob meine Theorie stimmt. Das soll wohl nicht so laut kriegen. Warum nicht? Ach so. Jetzt sehen die doch, das ist so eine Hörmaschine. Eine Hörmaschine? Ach so, natürlich. Ja, stimmt. Die durchsuchen das ja. Warte mal. Den Fehler ausmerzen. Nein, wir nutzen jetzt Fehler erstmal aus. Gucken wir, ob das funktioniert. Warte mal, wo ist? Gib auf Werbung. Mammut. Ach, Mammut. Coca-Cola, CDU. CDU, Coca-Cola, Red Bull. Muss irgendwas darin halten. Ja, kommt doch noch. Das ist doch die zweite Staffel. Die erste Etappe ist. Das.
Achso, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Ja. Ali, Humaye. Ali, Humaye. Mohamed Ali, Red Bull, Eurosport, ZDF Ali, Schulteis, Red Bull. So, zweite Evolutionsstufe ist das hier. Symbolik, bitte erkennen. Ah, was ist damit, passend dazu, Kabinett würzig und F6. Naja, also. Was gibt's denn noch? Nein, gib doch mal hier so ein Red Bull-Ding hier, irgendwas. Ich musste doch hier. GoPro! Ich musste in die GoPro halten. In die GoPro. Also meine GoPro-Kamera in GoPro. Die bin ich dabei, der weit gegenseitig. GoPro. Ja, auch eine Marke mittlerweile, R2D2. ACDC, ja, die beste Single, die man kaufen kann. Ein besser Album. Plug Me In. Wunderbar, ist total toll. Muss man haben. Sonder Collectors Edition 3 DVD Set. Werbung für YouTube. Nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, zu finden ist das Ganze auf YouTube. Fahrradzahlung. Vor allem YouTube. Wer kauft denn da Fahrräder? Wer lässt denn da Räder reparieren? Hier sieht man das. YouTube ist da hinten oder wo? Ja, genau. Mist, dann muss ich da hin. YouTube, ihr seid die besten. YouTube, ihr seid spitze, ihr seid großartig. YouTube, ohne euch würde YouTube nicht geben. Ohne YouTube würde YouTube. Naja, meine ich ja. Ohne YouTube kein YouTube. YouTube. Okay, ich glaube, das ist aber nicht ganz normgerecht. Das YouTube-Zeichen? Weil du dahinter dein Fahrrad so geschrieben hast. Nee, weil das bestimmt von den Maßen hier nicht stimmt. So. Könnte sein, dass das nicht erkannt wird. Muss ich heute noch unbedingt eine Coca-Cola-Fahrer? Eine Werbung. So, alles, das macht doch keine Werbung bei YouTube. Naja, wie auch immer. Das Ding soll jetzt in diesem. Na, weiß ich doch nicht. Das ist aber halt der Ausdruck auf der Kult. Ist ja nicht cool. Ist ja nicht cool. Deutschland, ohne Marke. Red Bull, schnelle Dose kaufen, die immer reinhalten, wenn es die immer, wenn das nicht bringt. Das ist ja eine lohnenswerte Investition. Ja. Nimmt ja nicht jener den Müll. Ich meine, wo schmecken die Getränk? Also was Körper und Geist beflügelt. Ja, Red Bull. Also, Red Bull. Ohne Red Bull. Ich würde mal sagen, reicht doch Werbeblock von 4 Minuten 30, 37. Aber reicht doch. Das sollte neu gesagt sein. Und zwar ohne Red Bull hätten wir es bis hier nicht geschafft. Also Red Bull ist maßgeblich an meiner Entwicklung und an deiner bestimmt auch beteiligt. Ja. Ja? Ja, natürlich. Ach so, ja. Ich trinke jeden Tag einen Liter und... und muss mich nicht wundern, dass ich auf der Krankenstation wach werde. Na, so ist das halt. Das war der Werbeblock für heute. Wir hoffen, das hat gereicht. Wir gucken mal. Ansonsten wird morgen richtig aufgefahren. Was wäre? Pfaffensport, ja genau. Noch mehr? Pfaffensport, blenden wir ein. Ja, Pfaffensport, auch immer ein gern gesehener Gast. Professional Training und Equipment in ja. ML. ML? Multilingual. Haben wir. So, dann war's das. Das war der Werbeblock für heute. 5,5 Minuten reichen. Hoffentlich. Wir haben bald Winter. Jetzt wird's nicht mehr warm, Dennis. Jetzt kannst du das machen. Wirklich, ohne Quatsch. Ja, bis 5 Grad, Hammer! Würdest du die
nachts machen. Bindet hoch. Der bindet hoch. Naja, Schnellbinder oder heißen Wasser. Ja. Schnellbinder mit heißem Wasser. Wie auch immer. Genau, dann gib's sofort fest. Ob ich einen Downlenker habe? 31,8. Nee, ich hab sowas nee, auch nicht. Also den einen habe ich da, 31,8, aber das ist ja nichts. Das ist nichts. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Okay. So, zwei haben wir schon. Zwei und fünf kommen noch. Wenn sie kommen. Wenn sie kommen, kommen sie noch. The company guys have rented out this bike for the 15th of October. Oh, oh. It's a long, long time ago. Da juckt der Bart. What? Until Sunday, she said. Sie ist traurig. Zum Samstag, sie ist traurig. Sonntag, sie ist traurig. She said. She said. Hat sie gesagt. Said. Said. Sad. Ich wollte Ringer für Fahrrad. Ich komme ja nicht. Wir wissen nicht, was ist denn da los. Die Ohrisolierschalen. Die hat der Thorsten natürlich wieder gebracht. Und mich gezwungen, die zu kaufen. Jetzt ist er traurig darüber, dass du sie da rangemacht hast, weil er sie nicht mehr hat, oder? Nein, ach, die hat er gekauft, weil er dachte, das sind alte. Ich habe sie ihm gesagt, das sind neue. Und dann wollte er sich mit mir streiten, aber es hört sich ja immer witzig an, weil man hört ja nicht, wenn er sich streiten will mit mir. Streite ich mich doch gern mit ihm. Und dann hat er ins Netz geguckt, wollte mir beweisen, dass sie alt sind. Und dann hat er gesehen, die gibt es für 9,95 neu. Und dann hat er gesagt, naja, dann, naja, dann. Naja. Und hat er dafür bezahlt, 100 Euro oder was? Nee. Er hat halt den Preis bezahlt. Er hat 20 Euro bezahlt für zwei Sets. Ah, ja. Hätte er natürlich billiger bekommen, hätte er den Dollar-Umrechnungskurs, hätte er 15 Euro für 2 nur bezahlt. Aber so ist das. Und die braucht die ja gar nicht. Ja. Er hat echt gedacht, das ist New Old Stock. Ist es aber nicht. Ja. Ist ja alt. War ein bisschen enttäuscht natürlich. Aber zu dem Rad hier passt es ja tatsächlich. Ja. Zeigen. Die Dinger, Rohrisolierschale auf den Muster, Farb ist okay. Habe ich akzeptiert, aber hier, naja. Das ist ja alles. Thorsten ist halt kaufsüchtig. Definitiv, definitiv. Also, das ist nicht. Doch, ich wüsste. Hängt wahrscheinlich auch mit dem Vater zusammen oder so. Oh, ne, das Ausbrechen mit dem Ausbrechen aus dem Knast mit Kaufsucht zu tun. Oder auch so mit der Kindheit, dass ein bestimmter Teil nicht da ist. Ich glaube, das macht doch tatsächlich viele, also das liegt im Grundstein für merkwürdige Verhalten. Ich muss jetzt sehen. Ich habe ein merkwürdiges Verhalten. Ja, die kann man, die haben immer das, dass man es auf jemand anders schieben kann. Statt man einfach mal zu sagen, man war selbst einfach zu blöd, ja, und hat eben den Scheiß probiert, weil man es einfach wollte oder so. Nein, dann graben irgendwelche Psychologen in deiner Fantasie, in deiner Vergangenheit rum und finden natürlich was. Natürlich finden sie, jedes Kind ist irgendwann mal, hat eine Ohrfeige bekommen, ist sie geschlagen worden, ist sie hänselt worden, ist in der Schule, was weiß ich, meinetwegen bepöbelt worden. Oder dem wurde mal das Butterbrot geklaut oder irgendwas, oder die Mutti ist verstorben oder der Fanny ist verstorben oder dies, das, jenes, der Bruder, ein Unfall, irgendwas. Ist das ja auch gar kein Fakt, aber es ist eine gewisse Leere da, die man versucht zu füllen. So. Und ja, aber ist doch bei jedem ist das doch das Gleiche. Ich verstehe das immer nicht, dass man das immer auf irgendwas schieben will. Manchmal ist man einfach selbst zu blöd. Nein, ich krieg doch nicht von dir jetzt direkt, sagen wir mal, aber also im Grunde genommen versucht es jeder. Man kriegt es ja auch mit, dass alle mal sagen, ja, das ist, weil meine Kindheit war ja so schwer. Und das ist, also jeder irgendwie, denn wenn du so hörst, Verbrecher oder was weiß ich, sagen wir mal, irgendwann mal vor Gericht steht, naja, hatten ja auch eine schwere Kindheit.
Und dann muss man das ja, er ist ja als Kind auch vergewaltigt worden oder irgend so was Scheiß misshandelt worden oder dies oder das oder jenes. Dann kann man immer nicht, dann man ist trotzdem für sich selbst verantwortlich und für sein Tun. Habe ich euch eigentlich auch gar nicht so oft gehört. Mir ist aber aufgefallen, weil viele Menschen, die Drogen konsumieren, dass auf jeden Fall immer eine sehr einsame Vergangenheit hatten. Und wenn sie von losgekommen sind, dann ist sie nicht durch irgendwas anderes ersetzt. Aber wieso einsame Vergangenheit? Ja, dass irgendwas gefehlt hat vielleicht. Wer hat das Geld gefehlt? Naja, eben, das ist nicht bei ihm. Also kann auch jeder immer noch das selbst entscheiden. Naja, wie gesagt, das ist mir aufgefallen. Ob das nun jetzt so ist, ob das der Grund dafür ist, weiß ich nicht. Aber mir ist es aufgefallen. Also ich finde es doof, wenn die Leute mal das auf irgendwas suchen, was der Grund sein könnte, statt zuerst bei sich selbst anzufangen. Ja. Weil das ist ganz simpel. Fang bei dir selbst an, im Grunde genommen. Kehre vor der eigenen Haustür, weißt du, doch immer so schön. Und dann, wenn du dir da wirklich im Klaren bist, da ist alles picobello, alles sauber, dann kannst du über andere Ruhe herziehen und machen. Naja, wie gesagt, das sind halt eine Lehre. Wodurch die jetzt kommt, ja. Ja, also ansonsten kannst du ja alles in Schutz nehmen. Was hatten wir denn neulich? Also ich nehme da nicht in Schutz. Nein, ich meine grundsätzlich. Ja, das musst du natürlich mit dazu sagen. Ich muss ja nicht dazu sagen. Scheiß muss ich. Was hatten wir denn für ein... Achso, das hatte ich vorhin. Mit dem, dass Zigeuner und Rumänen oder sowas, ja, dass diese Klauen, da hat doch mal einer das entschuldigt und meinte, ich weiß ja nicht mal, wo ich das gelesen habe, naja, das gehört halt zu ihrem Kulturkreis so mit dazu. Im Grunde genommen so fast schon wie als Schutzglocke so drüber gezogen. Naja, dass die so sind, mit anderen Worten, da können die ja gar nichts dafür, das ist ja schon angeboren, quasi. Das ist doch Schwachsinn. Also dann könnte ich ja bei eben Vergewaltiger, wo der Vater schon Vergewaltiger ist, könnte ich ja davon ausgehen, ja, das Kind auch. Das haben sie ja früher, im Mittelalter sind sie ja sogar so ran, ja. Deswegen gab es ja Sippenhaft und so einen Scheiß auch. Das ist doch aber auch heute nicht anders, oder? Und sagen, das ist ja vererbbar, das ist ja genetisch bedingt. Zack, dann bist du gleich, wenn du der Sohn von dem bist, der mal ein Kind ausgeweidet hat, dann machst du das auch, also abpumpen. Das ist doch wieder heute als Krankheit gewertet. Das ist doch entschuldigt. Was wird als Krankheit? Kleptomanie? Nein, zum Beispiel, wenn eine Kinder vergewaltigt, Pädophilie oder Risikobildung, das ist eine Krankheit. Das ist eine Krankheit, ja, aber ich meine, ja, das ist eine ganz tolle Krankheit. Na, das hatte ich ja auch erst im Kasten. Furchtbar. Hast du hier einen Freischein und darfst klauen oder was? Nee, das geht nicht. Na, natürlich. Auch nicht beim Migrationshintergrund. Naja, da erst recht nicht. Naja, alle gleich bin ich der Meinung. Nicht hier. Der eine so, der andere so. Nein, alle gleich. Alle gleich. Alle gleich. Schwierig, schwierig. Aber ich meine doch, wenn hier jemand in das Land kommt und versucht hier zu leben, na dann sollte man das doch eigentlich am wenigsten von ihm erwarten, oder? Also man versucht sich doch irgendwie, also die Hand. Naja, ich würde es euch nicht trauen. Füttert, die beißt man doch. So einfach ist das doch, oder? Ich würde sowas tun, nicht natürlich meiden. Und deswegen würde ich doch da eher ein bisschen... Auch so eine Gruppe meiden natürlich. Also es gibt ja bestimmt auch reichlich Leute, die das nicht machen, ja, aber diese ganzen Jugendbanden, die hier rumziehen und so, das siehst du ja schon, wie die alles abchecken und weiß ich nicht. Tja, ja. Naja, aber wie gesagt, nicht auf der Vergangenheit ausruhen und auf diesem und jenen und. Wie gesagt, mir ist halt aufgefallen, dass eine bestimmte Lehre ist, ne? Die dann ausgefüllt werden möchte oder mit irgendwas gefüllt, diese da. Ja, dann such dir doch was anderes. Warum musst du denn Drogen nehmen quasi oder so? Ne, warum muss man denn sowas machen? Man kriegt nicht von dir! Naja, dann red doch anders. Na wieso denn? Was auf bei Thorsten zum Beispiel, hat ja auch keinen Verleiher. Bei Daniela, also so viele halt, ne? Also irgendwie musst du ja. Also ja, auch Verleiher. Außerdem soll das, ja, ich weiß, das kann ja auch anders laufen. Und außerdem soll das ja keine Entschuldigung sein. Das ist mir halt aufgefallen. Das ist halt eine Lehre. Das kann natürlich sich bei einem Kind, was alles hatte, sich ganz anders entwickeln. Das kann ja noch schlimmer sein. Genau. So verwöhnt, stell mal vor, so verwöhntes Gehör. Ja, oder was? Aus reichem Hause, dann stürzen wir am meisten ab. Ja.
Manchmal, mitunter. Jetzt hätte ja gar keiner gedacht oder so. Aber ich meine, weil es zu viel ist oder weil vielleicht die Liebe fehlt oder so, keine Ahnung. Ja, da ist es denn, da fehlt die Liebe, das Geld, da fehlt die Liebe. Keine Ahnung. Naja, ich hab mal irgendwie alles ein bisschen kompensiert. Schwachsinn. Ja, da hilft nur eins, entweder Buddhismus oder Schlachtfeld. Oder Leninismus. Buddhismus, Leninismus, naja, Katechismus. Irgendwie eine vernünftige Art und Weise mit dem Leben umzugehen. Ismen. Ja, sagen ja mal viele, sind ja da, alles was mit Muss, ne, endet, sind ja viele immer ganz scheu vor. Buddhismus, Kommunismus, Faschismus. Ja, dann lass doch das eine weg, Faschist, Kommunist. Buddhist. Buddhistische Grundgedanke doch eigentlich ein guter ist. Ja, wenn es richtig verstanden wird. Ja, jetzt sind aber die Engstirnigen, die alle mit diesem, ja, muss, immer dieses Wort muss, ist ja immer ein Zwang im Glauben gleich auferlegt. Quatsch, ja, sich an diesen drei Buchstaben da festzuhalten. Das, was ist denn im Englischen? Buddhism. Was ist denn da los? SM oder was? Sadomaso oder was? Was ist denn bei denen? Die haben die Ausrede nicht, bloß weil viele zu aussprechen. Ist das bei uns immer hier, ja, alles für die Leute, die gerne Kraut rauchen und so, für die ist es dann immer so, oh, wir müssen das ausdiskutieren. Ja. Oh, ja. Schwachsinn, ewige Studenten, scheiße. Alter Sack. Gehen alle am Realismus vorbei. Ja, siehst du schon wieder, so ein Muss. Realist. Gehen alle am Realist vorbei. Realis. Alles, was real ist. Was ist denn da los? Nichts. Ist da einer? Nee. Das hört sich so komisch an manchmal. Das ist genau. Da stehen da fünf Franzosen vor der Tür und lechzen nach Rädern. Ja. Was macht denn der Bonsai? Na, der Bonsai so vor sich hin. Steht der mal im Zug? Na klar steht der im Zug. Im Zug? Ich hab's ja einen Föhn angemacht. Im Zug noch nirgendwo. Spontan so. Scheißegal. Kühlschrank offen, Propeller vorgestellt. Ja. Klimaanlage. Alles. Volle Bulle. Jetzt saugt ihm alle draus. Kleiner Wirbelsturm, der sich dann da drüber bildet und Tornado. Fängt er durch die Küche. Ganz genau. Du hast es ja fast genauso. Extra eine Säule drum gebaut. So. Da wird nur so den so. Völlig ausmergelt. Mit einem Trockenbonsai wird das. Ganze Blätter ankleben. Ganze Plastikblätter ankleben oder so. Ja. Ich höre doch was. Ja, aber da steht keiner. Das kommt von weiter weg. Von weiter weg. Die kommen ja, die kommen ja auch von weiter weg. Die kommen aus Frankreich. Naja, von weg. Die kommen ja auch von weiter weg. Nö. Da ist keiner. Nö, da ist keiner. Das ist nur hier, die Türken telefonieren ja mal so. Die rennen ja mal beim Telefonieren von ihrem Café da bis hierher und dann wieder zurück. Ja. Und den habe ich ja mal voll gemotzt. Hat der an meinem Auto dran geklemmt. Dann sag ich, ey, nimm deine Griffel da weg. Dein Auto oder was? Ja, klar, das ist mein Auto. Okay. Die lehnen sich ja immer so komisch an die Autos denn und stundenlang. Naja, Präsenz ist alles, ne? Mein schönes Auto. Ja. Das Ganze verbrennen. Jetzt hat es Kontakt mit dem Flug. Na, hast ja sofort Motorschaden bekommen. Das ist auseinandergefallen. Das war der schöne BMW. Ne? Nur ach so, na, aha. Naja. Der schöne BMW. Der hat natürlich auch so ein, ist ja auch so ein Magnet, denn die klemmen sie dann alle dran. Dum. Voll besetzt, ne? Schon öfter gedacht. Kanufahren ist echt, also. Und da wollte keiner mit mir zusammen machen, dann habe ich gesagt, na Lena, ich habe auch keinen Bock. Ich will
Und dann habe ich Familie gehabt und dann habe ich sie auf die, weil die wollten sowieso nicht. Meine Frau ist überhaupt nicht mit Wasser. Nee. Ist so schade. Ich habe ja ein Boot gehabt. Ja. Alles. Ich will. Alles abgeschafft. Nur wegen der Frau. Nicht nur wegen der Frau, aber natürlich auch, da, wenn du denn am Ende alleine im Boot sitzt, was willst du denn machen? Ich war einmal mit Marlies und mit Leon Boot fahren, mit dem Boot. Das war ja nicht. Hat so eine panische Angst vor dem Wasser. Echt? Also vor so einem See, ne? Also vor so tiefem Wasser. Nicht, wenn du so am Strand gehst, das ist alles okay. Kann man. Wahrscheinlich, weil es so dunkel ist, weil man nicht weiß, was da so ist, was da so kommt. Ja, sie würde nie auf dem See ins Wasser springen oder so. Weil man die hat Angst vor dem, was in der Tiefe lauert. Ah! Kommt der olle Karpfen und lutscht sie ab. Auf immer. Naja, Hechte mit so einem Maul. Also, oder Welse mit so einem Maul. Naja, auf immer steckst du fest. Ja. Bist du eine Meerjungfrau, hast du unten Wels dran. So. Schwappst du da so voll? Ist ein Bauchnabel verschluckt? Ja. Ja, so entstand der Mythos mit der Meerjungfrau nämlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Einfach eine verschluckte Frau. Naja, na gut, okay. Jetzt warten wir noch auf Frankreich. Wie lange denn noch? Eigentlich. Eine Stunde. Oh. Five bikes, 1 hour. You have time, 1 hour left to pick up your bikes. Otherwise, I will close this store. Then nobody want rent a bike here. You must be stupid to rent a bike here. In this store. To repair. To repair. Oh. That's not thinkable to repair a bike here. To leave a bike here. Ja, egal wie. Whatever. Was Eva? Vollkommen sick, Alter. Vollkommen totally sick. You must be ill. And stupid. And stupid. Ja. And? Endgegner. Was ist da noch so alt? And the other stuff. Who exists on the world? That's a funny thinking of you. That you think I can repair a bike. Yes. Wo ist unser Nieder? Also wo dein Nieder drin wohnt, die Bude verkauft. Und jetzt sanieren sie es nächstes Jahr in März. Oder Mai. Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Also wenn du da drin wohnst, dann können sie ja nicht sanieren, wenn du drin wohnst. Geht ja nicht. Ist ja gerade mal ein Klo mit einer Dusche in der Küche. Ja. Ofenheizung. Naja, zuerst mal wird das Haus hier gemacht. Tatsächlich. Bevor die an so kleine Scheiße rangehen wie eine einzelne Wohnung, wird das Dach und der Keller gemacht. Definitiv. Ja. Dach. Keller, Fassade, Fenster, da dann geht der Innenbereich weiter. Da brauchst du dann einen langen Atem für, wa? Also ich meine. Das haben die nicht. Die haben einfach nur 100 Leute, die da ringehen. Und dann brauchst du ein Jahr. Nee, ich meine, du als Mieter brauchst einen langen Atem für. Ja, ein Jahr ist so. Ja, aber das machst du ja auch mit. So was ist halt so. Na, was kostet die Miete dann? Oh, weiß ich nicht. Jetzt kostet 117. 117, das ist ja mehr ein Obolus. Das ist ja mehr das Hausgeld. Das musst du ja schon quasi zahlen. Ja. Wenn du Wohnungsbesitzer wärst, müsstest du das schon als Hausgeld zahlen. Wie nennt sich bitte? Hausgeld. Wie? Ein Grundstückkasten heißt das irgendwie anders. Grundsteuer? Grunderwerbssteuer. Die zahlst du nur einmal. Nee, ja, aber bei dem Haus, weißt du, da ist irgendwie Hausgeld, so weit kriegst, oder Wohnungsgeld oder so ein Scheiß. Wie heißt denn sowas? Ich kenne mich ja nicht aus, bin kein Wohnungsbesitzer. Das wäre ja toll. Ich war ja Freund. Naja, und dann hast du noch den Strom für Treppenhaus und dann hast du noch die BSR. Das sind auch noch Kosten, die dazu kommen auf dich. Das zahlst du ja. Also kannst du natürlich von Nebenkosten abrechnen, aber es ist komplett mit allen Nebenkosten sind es
Drogen für ihn, die Glühbirne und den Fernseher. Ja, aber der Fernseher und die Glühbirne sind immer an. Nee, der Fernseher ist öfters an. Eine Glühbirne hoch, sagt Wolfjan. Da brennt immer halt rote Licht. Wolfjan, immer halt rote Licht, ja, ja. Vielleicht ist es seine rote Nase. Oder so sieht es doch. Sagt immer, da brennt eine rote Lampe. Na, mir ist es gleich. Auf alle Fälle ist das schon, so ein Fernseher zieht ordentlich Strom und die Zählergebühr sind ja schon, glaube ich, 15 oder 20 Euro im Monat. Naja, dieses Ding ist, vorher, also hat sich ja nichts geändert vor ein paar Jahren, vor vier, also als ich das kennengelernt habe, hat sie noch 35 Euro bezahlt. Das ist aber mehr abgegangen. Und jetzt sind es knapp 70 Euro. Da habe ich mal gefragt, warum ist denn das so? Und da meinen sie, also weil dann jeder öfters mal zu spät den Strom bezahlt hat, dass sich das daraus zusammensetzt. Aber das kann doch nicht sein. Also mein Onkel, der arbeitet ja auch bei der BIWAG. Er hat das erzählt und er hat gesagt, ja, das kann nicht sein. Und meine Leute haben sie mir am Telefon erzählt, das ist ja tatsächlich so gewesen. Die haben mir am Telefon erzählt, dass der Strompreis oder der Preis für die monatliche Abgabe deswegen erhöht ist, weil man ein paar Mal den Strom zu spät bezahlt hat. Und der geht doch ja nicht. Und der ist da irgendwie in der Chefetage, also was weiß ich, keine Ahnung. Also nimmt eine Position ein, wo man doch eigentlich denken müsste, dass er sich damit auskennt. Und der sagt, das geht nicht. Ja, und was heißt das nun? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, hast du auch nicht davon? Kann er auch als Chef da sitzen. Ja? Wir müssen da schon was dran drehen am Zählerregler. Da. Also, na, das Geld bleibt ja irgendwo, das wird ja verbraucht, offensichtlich. Na nee, das eben nicht. Also, das ist, ja, aber baut die sich jetzt ein Konto für die nächsten 100 Jahre oder was? Was wer? Daniela. Nein. Das verstehst du das? Weil wenn sie zu viel zahlt, geht das ja auf ein Guthabenkonto. Ja, oder kriegt die das am Ende immer wieder? Nee, im Gegenteil, die muss noch nachzahlen. Naja, dann ist doch der Strom teurer geworden, dann muss der ja verbraucht werden. Nee, eben nicht. Na, was denn eben nicht? Na, ich habe ja auch mal alle Geräte durchgemessen hier mit so einer komischen Steckdose, die den Kilowattverbrauch anzeigt. Hab das mal durchgerechnet, das kommt alles nicht hin. Das kommt alles nicht hin. Na, dann klemmt noch jemand anders dran. Eigentlich schon. Ich habe alle rausgemacht in der Wohnung, hat sich der Stromzähler nicht mehr bewegt. Na, dann stimmt das. Ja, aber das kann ja nicht, wenn jetzt. Da musst du das mal so schauen. Wenn du den Fernseher nur anmachst und lässt den mal eine Stunde laufen, wie viel der verbraucht tatsächlich, ja, auf dem Stromzähler. Ob der Stromzähler falsch geballert ist. Tatsächlich also noch eine Möglichkeit zum Beispiel. Sein. Vielleicht hat er ja mal in einem Magnetenhof gehalten oder so. Ja, dann drehen sie sich ja hinterher schneller. Ja, das kann vielleicht sein. Dass der manipuliert wurde. Ja. Dann hast du natürlich Arschkarte. Aber nicht in meiner Zeit. Also ich meine, ich kenne Daniela jetzt seit knapp 10 Jahren. Ja, und bis vor 9 Jahren oder so, oder 8 Jahren, hat sie halt also nicht mehr als jetzt verbraucht. Naja, denn 35 Euro. Macht das mal, messet mal durch, ob die Angst, du brauchst es ja nur beantragen, dass der geeicht wird. Na, das wäre vielleicht mal eine Sache, wa? Das kannst du ja machen, das steht dir ja zu. Und wenn du da. Verbrauchen Kriegsströme Strom? Also, die hat ja auch überall Kriegsstrom in der Wohnung gehabt, wa? Also, auf der Wasserleitung war der 50 Volt hoch. Also wenn du dir Hände gewaschen hast, dann hast du mal einen Prickel gehabt. Kam nicht von der Seite, kam von der Elektrizität. Oh, oh Gottes Willen. Elektrisch waschen. Die Partikel sind elektrisch geladen, springen alle weg, der Dreck so weg. Ja, das war schon mal ein Ding. Da musst du eine Potenzialausgleichsschiene rausgenommen, Mann. Hast du echt einen fetten Schlag gekriegt. Hab mich über, oder, da war ich aber noch völlig breit. Mir gewundert, was ist denn das? Was reicht denn da so komisch? War? Und, ja, bis der Magner kam, der hat die Leitung durchgemessen, naja, und dann waren da 50 Volt drauf halt, war. Oder bei dem Herd genauso, so ein alter Herd, habe ich den Herd geputzt, ich wundere mich immer, wenn ich den so putze, draußen, also mit dem T-Shirt, und dann mal diesen Alu, also so eine Alukanten rein gewesen, immer dran vorbeigeschubbert und dann, naja, ja, wie Strom halt. Also, Strom halt, ja. Ja. Das ist eine, wie nennt man das? Elektrotherapie? Ja. Wie nennt man denn das? Das gab es doch früher mal so richtig, so eine Elektro. Na, gibt es ja immer noch so Elektrolytbad, Elektrolysebadbäder oder Elektroapparate für zu Hause. Reizstromtherapie. Reizstromtherapie, genau. So was. Mit diesen ganzen verschiedenen Offsätzen, die du hattest. Und du kannst in die Nase schieben und dann die Ohren und auf dem Rücken lang fahren und den zwei Kontakten dran den Regler voll aufgedreht.
konntest du so kleine Partikel deines, kleinere Partien deines Körpers betäuben und abtöten. Ja, zum Beispiel auf den Kopf. Unglaublich. Was für ein Scheiß, ey. Ja, da würde ich das echt mal überprüfen. Ich denke, der Zähler wird da nicht mehr stimmen. Ja, aber komisch, warum erzählt die Frau mir denn am Telefon, und das kommt ja auch noch mit dazu, ne? Dass das halt jetzt mehr kostet, weil die Stromrechnung halt ein paar Mal nicht pünktlich bezahlt wurde. Ja, aber das kann ja sein, dass die sich so eine Art Sicherheitseinbehalt schon so mal einen Vorlauf machen. Aber dann müssten sie, das ist ja das, was ich meine, wenn es am Ende nicht mehr verbraucht, dann müssten sie das überschüssige Geld wieder zurückzahlen oder gutschreiben oder was auch immer. Das ist ja wahrscheinlich so wie ein Kundenkonto. Das meine ich, genau. Dann hast du da ein Plus von so und so viel. Ist ja auch nett. Wenn sie in 10 Jahren rausgeht, hat sie da 8.000, 9.000 plus. Ist doch ja nicht schlecht. Das wird nicht passieren. Ja, dann weiß ich das nicht. Mach mal den Zähler. Mach das mal. Check den mal. Gleich den mal ab. Das werden die jahrelang, wenn sie da zu viel bezahlen. Wie lange ist das schon? Seit 2012 oder 13. Ach, ist doch bekloppt, ey. So lange noch nicht gemacht. Da musst du gleich was machen. Jetzt ist doch wahnsinnig viel Geld. Ja. Das ist ja das Doppelte an Geld. Überleg mal, was das. Ja, selbst wenn es 10 Euro zu viel sind. Naja, auf die Monate gerechnet alle. Oder auch bei wenig Geld, was man hat. 30 Euro zu viel oder 40 Euro zu viel, sagst du. Fast. Naja, 70, früher waren es 35, jetzt sind es so 69, 70. So ja, okay, 30 Euro zu viel. Mindestens. Jeden Monat, 12, ja, ist das schön. 360 im Jahr. Mal 5. Ja, kommt doch hin. 1800. Das ist schön, das ist gutes Geld. Ja. Kann man sich zurückholen. Wann eichen die denn die Dinger mal? Das ist nicht die Frage. Das ist ja einmal geeicht und normalerweise musst du, zum Beispiel, wenn du irgendwas, was täglich benutzt wird, auf dem Markt oder so, das musst du jedes Jahr eichen lassen, wa? So eine Wagen und so ein Scheiß. Ja, stimmt. Und wann machen die das? Ja, nicht. Ja, das das läuft ab. Mit so einem Rad drin, aber auch. Ja, klar, das läuft dann ab und dann werden die einfach getauscht, ne? Ich denke mal, also das ist, wenn 10 Jahre. Wenn das Haus saniert wird, dann denkt man sich, das ist sowieso ein altes Haus. Und wenn das saniert wird, dann. Ja. Hallo. Ah, das ist ein Fahrräder. Ja? Hallo. We ordered some bikes to hire. You need some bikes? I think they have been ordered already. Ah, okay. How many? Two. Yeah, four or two? Four. We are two here, but we... You need four. Now. Yes. Okay. Two coming. Schlechte Laune. So, was haben wir denn jetzt? Außer meckernde Zuschauer, die hier niemals ihr Fahrrad reparieren lassen würden. Auch wenn es der letzte Fahrradladen auf Erden ist. Würden die nicht ihr Rad hier reparieren lassen. Niemals in diesem Laden. Es war nur einer. Natürlich war es nur einer. Das ist total Quatsch. Aber man hängt sich ja immer auf sowas auf. Und ich schneide jetzt das Material von heute zusammen. Material, weil der Wolle war ja nicht hier, wa? Wer war nicht da? Wolle. Wolle war heute schon da. Oh, ja, klasse. So ein Ärger. Könnten wir ja nächstes Mal für dich festhalten. Direkt vor dem Fenster stellen, damit er dir ein Ständchen singt. Ja. Wenn du willst. Ja. Machen wir. Ja, Videokonferenz. Können wir auch machen. Tschüss, bis morgen.